So, dann schauen wir mal gerade. Ich glaube, das Internet hat sich zumindest wieder ein bisschen beruhigt. Mal gucken, wie lang es durchhält. Also, weiter geht's. Dann hätte ich gern einmal wieder ein bisschen Zeug. Genau, Raketenwerfer habe ich halt noch nicht. Die Frage ist halt auch, wie der Bogenschweißer sich macht. Müsste man halt auch mal testen. Aber ich habe ja eh gerade kein Dings mehr. Von daher hoffen wir mal das Beste. So, dann gehen wir mal. Wo hatten wir genau? Hier war die Sache mit der Geiselnahme. Versuchen wir das nochmal. Bin mal gespannt, was wir dann sonst noch alles hier so mitnehmen können. An kriegen wir pro kriegen wir pro Gebiet dann noch so einen neuen Level? Ja, das denke ich auch. Also quasi so einen neuen Rüstungslevel. Stimmt, genau. Das war ja hier. Die IDF hat ich vermisse meinen Ehre. Suchten den Windpark zu sabotieren. Wir können sie nicht einfach im Stich lassen. Dann versuchen wir das mal. Hep. Mal schauen, ob wir es diesmal schaffen. Aber es lag ja diesmal nicht am Spiel, sondern an der Internetverbindung, die dann halt nicht mehr streamtauglich war. Aber ja, ich befürchte, im Moment ist halt gerade die Phase, wo Netcologne ein wenig abschmiert, was die Stabilität angeht. Ist ja nicht nur bei mir so. So, da wären wir angekommen. Jetzt sollte ich auch ein bisschen näher ans Ding setzen, vielleicht. Klopf, klopf. So, ich glaube, denen geht es noch ganz gut, den Geiseln. Sorgen wir mal für ein wenig Luft hier drin. Sehr schön. Die werden soweit schon mal weg. Du kannst auch noch mal schlafen gehen. Ja, ja, ist ja okay. Wir sind ja schon dabei. Ja, ja, ich bin dran. Keine Sorge. Muss nur irgendwie da noch reinkommen. Alles wird gut. Ich bin ja da. Ja, ja. Hi, Leute. Ich binde dich kurz los. Kannst du mich an einen sicheren Ort bringen? Ich denke schon. So, da kommt man gerade hier in den Wagen. Ist das nur so ein Zwei-Mann-Ding? Ah, ne. Alter Finne, die schmeißen aber schon was, was hier entgegen. Ja, im Moment noch. Frage ist für wie lange.
Aber hat sich wohl tatsächlich so ein bisschen erholt gerade. Ich hoffe mal, dass er jetzt halt nicht wieder zur vollen Stunde abschmiert. Puh, das ist hier tatsächlich deutlich heftiger in dem Gebiet. Ich muss mich, glaube ich, echt schnell aufwerten. Ja, ja, ist ja okay. Wieso stirbst du mir jetzt? Komm noch mal rein. Wir haben es doch fast geschafft. So, gerade noch eine Errungenschaft mitgenommen. Sehr gut. Annäherungsminen, das geht natürlich auch nicht schlecht. Aber dann erstmal. Wenig nachrüsten, bitte. Was gibt's denn an Einträgen? Der IDF über Sektoren variiert. Auf deiner Karte siehst du den. Um die IDF zu besiegen, brauchen wir die Unterstützung der Bevölkerung. Wir haben nicht die. Um die IDF. Das hatten wir doch schon. Die IDF-Angriff hatten wir, genau, die Annäherungsminen halt. Kontrolle der IDF über Sektoren von die IDF. General Ross hat alle IDF-Außenposten und Einrichtungen in Datenparker und Oasis. Aber ja, ich glaube nicht, dass wir da genug Dings für haben. Genug Punkte. Ne, das dauert noch eine Weile. Was denn hier? Das ist doch auch wieder hier zum Abbauen, oder? Hat's hier richtig gelohnt. So, können wir die Dinger irgendwie reparieren? Ich glaube ja eher weniger. Gut, dann, was wollte ich denn jetzt als nächstes wieder einnehmen? Das wären nochmal welche Guerilla-Aktionen. Ich glaube, wir versuchen das jetzt mal als nächstes. Da ist ja angenehm fix der Wagen hier. Ich denke mal, da können wir ein bisschen was reißen. Moment, was haben wir da? Da blinkt was. Ah, sogar eine Mission. Ah, das hier wie so eine Abrissmission. Okay, dann gucken wir mal, ob wir die hinkriegen. Wenn die Technologie versagt, ist es Zeit, sich auf die einfachen Dinge zu besinnen. Wir haben nur den Vorschlaghammer. Okay. Gucken, ob wir hier mal noch ein bisschen diese tragenden Wände wegkriegen. Aber ja, das sollte passen. Denke ich mal.
So viel hält das Gebäude nämlich nicht mehr aus. Knarz? Na komm, eigentlich solltest du hier mal langsam zusammenbrechen, oder? Eine Hälfte haben wir. Allerdings auch schon die Hälfte der Zeit rum. Stimmt, wir können sie ja nochmal heilen. Bin ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm. So, das dürfte es doch gewesen sein, oder? Sehr gut. In Ordnung, dann vielen Dank für deinen Schrott. Können wir gut gebrauchen. Du hast aber das Ding noch markiert, oder? Nicht wie beim Batman, dass der mir jetzt jedes Mal, wenn ich was anderes mache, direkt die meiner selber gesetzten Markierung wegholt. Gut, gut. Hui. Na dann mal ab ins Sonnenlicht. Und ab zu den nächsten Gebäuden hier. Sorry. Halt Maul, verdammter Butler. Das sind Ungeheuer. Dann würde ich doch mal sagen, wir sprengen hier mal eine Runde, ne? Ah ja, danke für die Hilfe. So, dann gebt mal kurz Deckung. Das Ding ist doch ein bisschen hartnäckiger, als ich dachte. Wir haben einen Tipp bekommen, dass jemand geheime EDF-Dokumente in der Nähe verschiebt. Finde den Kurier und hol diese Informationen. In Ordnung. Das war's dann mit der Raffinerie. Das ja, es geht halt ähnlich viel kaputt. Ich kann das schon verstehen. So, da ist uns hier ein bisschen was eingestürzt. Hi. Kurz heilen bitte, danke. Gut, das Ding können wir wohl auch noch sprengen. Na gut, für einen Punkt. Ich glaube, dann gehe ich lieber an die größeren Sachen hier ran. Da habe ich den Eindruck, dass es ein bisschen mehr bringt. Weichst du mir hier noch aus? Ja, wäre ganz nett. Na, kommt mal her. Ach, du bist noch nicht mal ein Gebäude, das wir sprengen sollten. Okay, dann lassen wir das. Aber wahrscheinlich ist da dann irgendwie noch mal eine Geiselnahme oder irgendwas ähnliches drin. Schätze ich mal. Dann hätten wir hier noch was zum Sprengen. Halt auch eine ganze Menge Gegner wieder hier. Au.
So, mal gucken, ob das was bringt. Autsch. So, sehr schön, das bricht schon mal zusammen. Ich hoffe, das hat noch ein paar mitgenommen. Auf jeden Fall herrscht gerade Panik. Und wir verziehen uns einfach jetzt schnell nochmal. Na komm, mach mal schön Platz. Süß. Fürcht nicht sonderlich effektiv, das Ding. Okay. Das könnte es echt böse enden. Wenn ich mir das mal so anschaue. Aber wir haben es erstmal geschafft. So, hat denn von euch keiner Munition für mich? Ah, ich dachte gerade schon. So, Mission ist da hinten, oder? Das sieht doch schon mal gut aus. Nehmen wir uns die doch mal vor. Achso, wenn erstmal das hier alles abgeklungen ist. Ja, ist ja gut. Mach doch mal keinen Stress. Immer diese Panik, die hier verbreitet wird. Aber ja, das sieht auch noch aus, könnte man das irgendwie gut in die Luft jagen. Ich bin guter Dinge, was das angeht. Ah, ihr habt mich doch noch gefunden. Okay. Ihr schmeißt hier mit Granaten rum. Ihr könnt doch nachher die Gebäude noch kaputt machen. Passt doch mal ein bisschen auf. Mal kurz heilen, bitte. Ich weiß nicht, ob es so sinnvoll ist, das Gebäude zu sprengen, wenn wir da drin stehen. Aber bisher geht's ja noch. Der war doch schon tot. So, der ragdollt noch ein wenig durch die Gegend. Wieso keine Muni? Gut, das wär's dann mit euch. Ach, warte mal, so eine Schrotflinte wäre vielleicht gar nicht schlecht. Ihr scheint ja wohl auch alle Schrotflinten zu haben. Ihr ballert auf irgendwas anderes.
Ja, das mit dem Ackling ist da ein bisschen blöd. Das dauert mir zu lange. Die Drohnen benutzen gewöhnliche Kuriere, um empfindliche Informationen zu transportieren. Sorgen wir dafür, dass die Infos nicht geliefert werden. Ja, ja. Minenarbeiter von Dust bereiten an der Stelle eine Kundgebung vor. Es soll eine friedliche Demonstration werden. Aber die IDF hat andere Pläne. Captain Halvar Gunnarsson hat hier das Sagen. Seine Einheit hat in Tri-C 300 Siedler umgebracht. Du solltest also mit tödlicher Gewalt rechnen. Halte Gunnarsson auf und hol die Arbeiter lebendig daraus. Wenn wir für sie kämpfen, kämpfen sie auch für uns. Da bin ich mal gespannt. Das Rennen geht los. Die Koordinaten sind auf deiner Karte eingezeichnet. Wagen wäre cool. Da. Da bin ich mal gespannt, wo das hinführen mag. So, ein bisschen durch die Gegend sliden. Zumindest der Wagen einigermaßen schnell. Und da. Gunnarssons Kompanie rückt an. Wir haben keine Zeit mehr. Ich bin unterwegs. IDF-Soldaten haben das Feuer eröffnet. Sie schießen auf die Bergarbeiter. Bin gleich da. Gunnarsson benutzt das Lautsprechersystem, um die Bergarbeiter in die Falle zu locken. Du musst diese Lautsprecher zerstören, Mason. In Ordnung, können wir da draufballern? Scheinbar nicht. Na dann. Was haltet ihr denn davon? So, gibt es noch mehr Lautsprecher? Hier, wie es scheint, oder? Ja, das sind einfach unsere Kumpels. Ich glaube, hier haben wir jetzt einfach alles, oder? Jupp, die scheinen weiter weg zu sein, die Lautsprecher. Dann los. Okay, hier ist es keine Unterstützung. Habt ihr euch gerade selber gesprengt? Naja, fast. So, bitte aufhören damit. Warst du ein Lautsprecher? Du warst kein Lautsprecher, wie es scheint. Die sind wahrscheinlich da oben drauf. Au. Na komm. Du brauchst gar nicht wegzufahren. Okay. Dann ballert das halt mal weg. Da oben ist noch ein Lautsprecher. Und halt noch einiges an Gegnern. Naja, die Ragdoll-Effekte sind ja schon ein bisschen, ja, vertrieben. Hi. Scheint aber auf unserer Seite zu sein. Das ist gut. Wohl gerade im richtigen Moment noch mitgekriegt, was hier abgeht, ne? Da ist der Lautsprecher. Das ist einfach nur ein IDF-Gebäude, sehe ich gerade. Ich lasse mich wieder zu sehr ablenken und zu schnell. Oh, hi.
So, die Herren. Er ist von uns. Dann sorgen wir dafür, dass er es überlebt. Reicht das? Das zum Einsturz zu bringen? Und nicht ganz, scheinbar. Na gut, dann helfen wir vielleicht noch ein bisschen nach. Lautsprecher sind zerstört. Kriegen wir schon hin. So, und der andere war auf der anderen Seite hier. Gut, da sind eine ganze Menge, aber die ignorieren wir einfach mal und fahren gemütlich dahin. Okay. Das heißt, es geht noch weiter. Achso, das ist von uns, sorry. Dann danke fürs Auto vorbeibringen. Dann macht mal Platz, mal gucken, ob ich den noch kriege. Ah ja. Können aufholen, sehr nett. Aus dem Weg. Ah, da ist er. Waffenwechsel. Ah, diese Waffen. Dass das nicht auf der Standardbelegung ist, stört doch ein wenig. Und dass sie so schnell leer gehen, natürlich auch. Naja, kriegen wir hin. So, es gehen aber echt wieder... Naja, ich glaube, das wird halt echt nichts mit dem Stream. Es sind wieder jede Menge Frames verloren gegangen. Stabil ist anders, liebes Internet. Stabil ist anders. Blöd, dass die Mission relativ lang war. Vielleicht stelle ich doch den Schwierigkeitsgrad runter. Das Rennen geht los. Die Koordinaten sind auf deiner Karte eingezeichnet. Gerade ohne Autosave oder Quicksave-Funktion muss man viel zu viel Sachen mehrfach machen. So, aus dem Weg. Könnt ihr mal weg? Ich könnte hier schon mal Sprengladung platzieren und das Ding sprengen. Ich bin unterwegs. IDF-Soldaten haben das Feuer eröffnet. Sie schießen auf die Bergarbeiter. Bin gleich da. Dreist, bist du einfach ausgewichen. Heilung bitte. Meine Güte. Gunnarsson benutzt das Lautsprechersystem, um die Bergarbeiter in die Falle zu locken. Du musst
Gut, dann versuchen wir das Ganze jetzt nochmal. Einmal hier hoch. Das war's mit dem Lautsprecher. Ihr kriegt das ja schon hin, ne? Können wir vielleicht jetzt mal hier mit dem Lautsprecher anfangen? Dankeschön, sehr nett. Ich glaube, wir kriegen ein bisschen Unterstützung gerade. Aber hey, mit dem Wagen geht das doch angenehm schnell. So, dann kann das nochmal weg. So aufstellen ist wohl nicht mehr. Na, danke schön, ey. Na gut, alles klar. Wir bestellen es auf leicht runter. Das war jetzt halt aber auch ein bisschen ungünstig mit dem Wagen. Ich dachte, den kann man irgendwie nochmal aufstellen. Dass der mich jetzt hier mitten im Feindgebiet dann im Stich lässt, sozusagen. Andererseits, ja gut. Die Punkte sind mir so ja relativ egal. Das ist jetzt nicht so gravierend. Das Einzige, was halt nervt, ist, dass man das wieder die Mission von Anfang an da machen muss. Wir hatten es doch schon fast geschafft. Achso, ich habe die Mission noch nicht ausgewählt. Oder vielleicht so ein Speicherpunkt zwischendrin, aber ich fürchte, innerhalb der Mission kann nicht gespeichert werden. So, der Speicher am Anfang der Mission, wieso kann man dann da nicht direkt losladen? Da muss jetzt, na wohl. Ich hoffe doch mal, dass ich, wenn ich sterbe, dass der den letzten Speicherpunkt automatisch auswählt. Seufz. Wie gesagt, die Fahrzeuge lassen sich nicht gut steuern. Wie viel Hilfe brauchst du eigentlich, Mason? So, wenn du es dumm machst, wirst du direkt überfahren. Aber gut, ich merke, das Ding ist auch zu nichts zu gebrauchen. Brunnersens Kompanie rückt an. Wir haben keine Zeit mehr. Ich bin noch unterwegs. Ich bin unterwegs. Genau. Soldaten haben das Feuer eröffnet. Sie schießen auf die Bergarbeiter. Bin gleich da. So, dann geben wir euch mal ein bisschen Deckung. Nein, ich habe noch gar nicht geschossen. Wenn ich auf euch schieße, dann weil mir halt einfach ins Schussfeld reinrennen, die Idioten. Brunnersen benutzt das Lautsprechersystem, um die Bergarbeiter in die Falle zu locken. Du musst diese Lautsprecher zerstören, Mason. Jo, dann will ich mir aber erstmal noch ein bisschen Nachschub holen. Dann dürft ihr euch mal ein bisschen mit den Gegnern hier rumärgern. Und ich räume mal hier auf.
brauche mal gerade den Wagen, bitte. Danke sehr. So, der lässt sich halt echt... Da habe ich überhaupt nicht hingelegt. Das Ding macht, was es will. Und auch hier wieder. Jungs, fahrt mir doch nicht in das gottverdammte Schussfeld, ihr Vollidioten, ey. Gleiter ins Spiel, das ist meist halt echt eine scheiß Qual. Ja, ist ja schön, wenn ihr dran seid, dann macht auch mal ein bisschen was. So, das wäre das. Machen wir hier gerade nochmal die Tour. Ich meine, das Ding hält jetzt nicht mehr so viel aus, aber vielleicht reicht es ja tatsächlich noch, zumindest hier eins wegzumachen. Nee. So, fein gemacht. Jo. So, nehmen wir das erstbeste Fahrzeug, dem hier alles zugeparkt wurde. Jungs, ich bin so froh, dass es hier keine zeitkritische Mission ist. Dann einmal hier hoch, bitteschön. Und raus. So, reicht das schon, das hier wegzukriegen? Noch nicht ganz, wie mir scheint. Na gut, dann bringen wir es doch mal zu Ende. Die Lautsprecher sind hinüber. Jetzt hält der Bastard endlich die Klappe. Gute Arbeit, aber Gunnarsson darf nicht entkommen. Dann versuchen wir doch mal das Beste. Ich hätte mir vielleicht ein Dings mit MG mitnehmen sollen. Einen Wagen mit MG, aber hey. Versuchen wir das nochmal so. So, aus dem Weg bitte. Ihr ebenso. Und da haben wir dann jetzt die Karre. Okay, so geht's auch deutlich besser. Willst du gerade in Deckung gehen? Das kann ich jetzt nicht so befürworten. Gunnarsson ist tot. Sehr gut. Diese Arbeiter haben heute eine wichtige Lektion gelernt. Die Red Faction ist da, um für sie zu kämpfen. Gemeinsam werden wir diese Schlechter von diesem Planeten vertreiben. So, sehr schön.
Na, guck mal. Hat das ja doch ganz gut funktioniert. Was haben wir denn jetzt hier um die Ecke noch? Da unten wäre noch Wächs. Na gut, schauen wir uns das mal noch an. Wir müssen ja eh noch die ganzen Sachen hier zerstören. Aber wenn ich mir das mal so anschaue, also hier scheint es ja schon eine ganze Menge mehr Zeug zu geben, was wir nochmal angehen müssen. Ich glaube, dann war das mit den 14 Stunden oder 13 Stunden doch etwas optimistisch geschätzt. Ah, das ist die. Okay. Ach was? Als ob wir uns hier unterkriegen lassen. Ich habe da so meine Zweifel. So, wie kaputt bist du jetzt schon? Zumindest der Wagen ist jetzt kaputt. In Ordnung, gehen wir mal kurz in Deckung. So, das war's mit dir. Ach, schon wieder die Muni leer. Der Nachteil bei diesem Third-Person-Ding. ja, genau, das hatte ich jetzt auch mal angedacht. So ein bisschen mit dem Blickwinkel, der fehlt. Hi. Ja. 23:12, da haben wir es doch fast. Naja, geht. Da wartet allerdings jetzt schon der nächste Stress. Autsch. So, vielen Dank für die Hilfe. Einen halben Maß zerlegen. Ja, genau. Den müsst ihr ja auch mal wieder gucken, was nicht passt, wird passend gemacht. Sehr witziger Film. Kann ich nur empfehlen. Einer der wenigen deutschen Filme, die mir halt gut gefallen. Was hast du bei den deutschen Filmen? Hast du halt echt oft das Problem, die wollen halt irgendwie alles. Die wollen halt irgendwie Komödie, Actionfilm, Romanze, Familienfilm einem sein und kriegen halt nichts wirklich hin. Oder nichts halt richtig hin. Von daher ist das meist nicht so meins. Schauen wir uns mal gerade das an. Das ist halt gerade so schön abgelegen. Naja, sehr gut. Mach mal keinen Stress da unten. Wir kommen ja gleich wieder. Überraschung. Hm.
machst jetzt erstmal direkt ja, auf den Weg und überfährst die eigenen Leute. Ach ja, die Begleiter-KI hier. Die IDF-Stellung schickt per Kurier Befehle zum Angriff auf Zivilisten an Offiziere raus. Diese Information darf niemals ankommen. Mhm. Ja, können wir auch noch irgendwann machen. Aber ich weiß ja nicht, ich glaube, die grünen Sachen sind echt wirklich nur so optional. Und im Gegensatz zu Mad Max habe ich hier nicht so viel Lust, die ganzen optionalen Sachen noch zu machen, sondern mir reicht es hier wirklich, wenn ich die Story durch habe. So sehr reizt mich das Spiel dann eben doch nicht. Das ist dann von der Steuerung von Gameplay nicht ganz so rund wie Mad Max damals. Da bin ich froh, wenn ich es rum habe oder durch habe. Du lebst ja noch. So, dann sparen wir hier mal ein bisschen Munition, dem halt nicht ganz so drauf feuern, aber scheinbar trifft da auch nichts von. Sollen wir den Wagen mitnehmen? So, fahren Sie mit dem Fahrzeug innerhalb des Zeitlimits zum angegebenen Unterschlupf. Okay. Sam, ich habe eins dieser Fahrzeuge gefunden, die du suchst. Gut gemacht. Dann bring mich zum Unterschlupf. Na, wenn wir das überleben. Zumindest ein bisschen was scheint das Ding ja auszuhalten. So, gehen wir Vollgas. Wir haben halt aber noch ein ganz schönes Stück Weg vor uns. Obwohl, jetzt holen wir gerade auf. Sehr gut. So, wenn uns jetzt nicht noch irgendwie eine größere Straßensperre im Weg ist, sollte man das ja einigermaßen hinkriegen. Oder brennt was? Interessant. Die Dinger können wir auch nochmal irgendwann alle weghauen. Aber ich kann mit dir hier schon mal gewesen sein. Na gut. Je nachdem, wo das jetzt hinführt. So, hier bitte nochmal schön Platz machen. Wie so ein Hund. Dann kommen wir auch ganz gut durch. Wirklich weggekickt. Na, da können wir dann auch aber demnächst, wenn wir hier nochmal raus sind, das Gebäude zerlegen. Was willst du mit dem Wagen? Der ist doch quasi 0815 wie die anderen auch alle. So schwer war das doch gar nicht, oder? Nö, ja, das war echt gerade gut machbar. So, alles klar. Und dann geht's. Achso, ich habe nur gerade die Brücke kaputt gemacht. In Ordnung. Ich habe aber glaube ich noch nie, oder habe ich jetzt genug Geld, um mir was zu leisten? Zwei Arbeiter eines Eisenerzbergs wurden mit terroristischen Aktivitäten in Verbindung gebracht. Beide wurden erschossen
Ja, ich könnte mir tatsächlich mal hier so ein. Entweder so ein Bodenschweißer oder. Ich hole mir mal den. Ach Mist, ich hole mir nicht den Raketenwerfer. Insgesamt mehr Fernladungen. Und das sind halt einfach verschiedene Rucksäcke. Ne, ich glaube, dann würde ich lieber mehr platzieren. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Lass mich wissen, wenn du noch etwas brauchst. Danke. Theoretisch hätten wir uns den Wagen ja auch nochmal holen können gerade. So, dann würde ich sagen, holen wir uns gerade mal die Obwohl, wenn das Ding schon 50 gibt. Ach so, ja. Das gibt dann nicht 50 Punkte, sondern 50 auf die Dings, okay. Ich meine, so weit ist der Unterschlupf ja nicht weg. Testen wir es mal. Ach so, und ein Wägelchen wäre vielleicht ganz gut. Aber wahrscheinlich müssen wir den jetzt wo ganz anders hinbringen. Ich bin ja mal gespannt. Sorry. Ja, aber echt los, zurück an die Arbeit. Hört auf, mir die ganze Zeit vor den Sachen rumzulaufen. Ah. Gute Nacht. Ich bekomme ein Signal von diesem Fahrzeug. Wetter, fahr's einfach hierher. Okay. Scheint dann doch ein anderer Unterschlupf für zu sein. Hallo, ho, ho, ho. Okay, das hat doch ein bisschen zu viel Schaden gekostet. Ich schätze, das können wir neu machen. Sehe ich auf den Panzer nicht geachtet. Ich glaube, reparieren können wir die Dinger halt einfach nicht. Da hoffe ich mal, dass jetzt auf der restlichen Strecke nicht mehr allzu viel passiert. Und wir keinen Unfall bauen. Ich schätze, wir werden hier auch wieder durch so ein Lager gelockt. So viel dazu, dem keinen Unfall bauen. Hat es aber glücklicherweise nicht allzu viel abgezogen. Na gut, warte, mein Parker sollte jetzt eigentlich nichts mehr sein. An Gegnern, die haben wir ja ausgeschaltet soweit. Dann bringen wir das doch mal gemütlich nach Hause, das Gefährt.
Na, es könnte aber knapp werden. Es ist halt nicht schnell. Mach bitte. Oh. Jetzt fahr rein. Es ist so zum Kotzen. Es ist so unglaublich zum Kotzen. Auf ein neues. Wagen, fahr bitte schneller. Ja, ich glaube, der Panzer war jetzt das, was mich hier so ein bisschen weggekickt hat. Aber meine Herren, das ist echt eng, das Zeitlimit. Sam, ich bekomme ein Signal von diesem Fahrzeug. Fahr bitte. So, da hoffen wir jetzt, dass jetzt diesmal kein Panzer rumfährt. Und ab Vollgas. Hier so ein bisschen um die Kurve schlittern. Das hilft. Vielleicht auch ein bisschen abkürzen. Sehr schön. Dann einfach mit Vollbremsung in dem Feld dann landen. Ich denke, das kriegen wir dann hin. Aber gut, nee, das ist tatsächlich insofern ganz angenehm, dass wir jetzt nach Parker zurückfahren. Wie gesagt, da haben wir schon aufgeräumt. Jetzt kommt der Panzer. Okay, letztes Mal war es etwas schneller. Die Frage ist, kommt ihr jetzt mit, wenn wir rüberfahren, oder bleibt ihr einfach weg, weil ihr hier keine Fehlsgewalt mehr habt? Na, wie sieht's aus? Kommen wir durch? Wird aber trotzdem knapp. Zwar nicht so knapp wie beim letzten Mal. Ich dachte nicht, dass du es so schnell schaffen würdest. Ich auch nicht. So, sehr schön. Was haben wir jetzt dafür? Ein Personensucher. Mhm, nett.